Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Ja, ihr haltet euch weiter ostwärts und gelangt dann durch das Goblin-Tor auf die Tobrische Straße. Das hört sich da schon mal ganz gut an. Die neu erbaute Herzogstraße schlängelt sich am Braunwasser entlang und ist umgeben von einzelnen kleinen Wäldchen, ummauerten Kornfeldern, die jetzt hier allerdings wenig Korn tragen, einfach durch den Schnee. Es gibt keine sattgrünen Weiden, nur ein paar fette Kühe, die hier mit ihrem roten Fell immer noch stehen und paar gefrorene Grashalme versuchen noch abzureißen. Teilweise werden sie auch dann über die Straße getrieben, also ja, werdet ihr einfach stehen bleiben müssen, weil dann ungefähr so 100 von diesen Tieren ja einfach über die Straße geführt werden. Noch ein nettes, freundliches Grüßen, das Ziehen vom Hut, das Ausspucken von irgendwie Kautabak und Grashalm, der da im Mund steckt von so einem Kuhbuben. Euch keck angrinst, als er da mit seinem Pferd vorbeireitet, ein Lasso, was dann hinter ihm hängt. Und ja, wenn diese Rinder dann an euch vorbeigetrieben sind, könnt ihr natürlich auch weiter. Im Nordosten kann man dann in einiger Entfernung die Türme einer Burg erkennen. 2 Stunden später seht ihr dann die Ortschaft Dreibürken. Ja, auch hier gibt es nicht wirklich viel, eine dreckige Schenke, ein paar Gerüchte von Schlägereien, ein paar Burschen, die hier Reisende ausrauben, aber wenn sie dann natürlich auch, ihr könnt ja an einem finsteren Ecke der Taverne könnt ihr die sitzen sehen, so ein paar halbstarke, aber wenn sie dann euch sehen, wie ihr dann teilweise schwer bewaffnet in die Taverne kommt, werden die euch auch in Ruhe lassen, aber ja, nichts für Helden wie euch. Gibt's auch hier Schauergeschichten? Schauergeschichten, ja klar, auch Ja, hier bis kennt jetzt hat man. der Norden nicht enttäuscht. Auch hier kennt man den schwarzen Mann. Und hier erzählt man sich, dass drei Birken starke Mauern ihn abhalten. Ja, natürlich in Elderwald läuft er hin und her und auch in Balken, in Wolfshag, da hat man ihn gesehen, aber die Mauern von drei Birken sind so stark, dass der schwarze Mann sich hier nicht ertraut. Auch Hat wohl diese Gerüchte vor mit 4 Wochen hat er den wohl das letzte Mal hier die Gegend unsicher gemacht, hat dann wohl auch ein paar Rinder gestohlen, aber ja, da hat man Gerüchten. wohl ein paar Männer aufgehängt und seitdem ist der schwarze Mann nicht wiedergekommen. Diese Geschichten vom schwarzen Mann, die Geschichten von Dragenfeld zusammenhängen? Ich glaube nicht. Dragenfeld ist ja doch ein gutes Stück von hier. Na, Geister sind rachsüchtig. Übernachten wir hier oder Erinnert mich laufen wir nicht an durch die drei Birken Geister. durch? Muss gerade mal schauen. Die Karte geeicht. Lass mich nochmal gerade gucken. Ich benutze hier gerade mal den Token. So, das sind 1, 2, also das sind 50 Meilen. Passt genau. Und das sind dann also 5 Meilen und dadurch, dass ihr noch nicht im Gebirge seid, könnt ihr, ich sag mal so 20, 25 Meilen könnt ihr machen, sodass ihr dann in Dreibürken vorbeiziehen könnt und in Elderwald könntet ihr dann schlafen und übernachten. Gut. Kaum habt ihr Dreibürken in Richtung Osten verlassen, könnt ihr an einer Eiche nahe des Palisadenzaun die frisch aufgeknüpften Leichen von 2 Gehängten erkennen. Wohl Viehdiebe, das sind die Angekündigten, die hier leicht im Winterwind hin und her schaukeln und ein zweifelhaftes Schauspiel darbieten. Die Daumen und Zeigefinger sind abgeschnitten, was auch immer das zu bedeuten hat. Und Inwiefern da Finger? einige hundert Schritt dahinter könnt ihr auch weitere, diesmal allerdings stärker verwesende Leichname erkennen, die hier ja, schon eine auffällig schwarze Farbe angenommen haben. Das Leder, die menschliche Haut ist schon sehr stark verfallen, trotz der klimatischen Bedingungen. Und da baumeln sie dann im nächsten Ast. Ragnar, warum fehlen denn da die Finger und den Daumen? Habe ich von diesem Brauch schon mal gehört? Das ist natürlich weit einer Tradition. Mit Weiden habe ich mich eigentlich noch nie wirklich beschäftigt. Aber ich kann ja mal gucken, ob ich irgendwas finde. Bei einem Sagen- und Legendenwissen. Oder ist das was anderes? Hat jemand von euch Aberglaube? Jetzt. Nein. Dann würde ich sagen, ist das eine Geschichtskenntnis plus 7 für Jala nur eine plus 5.
weil Torbrille daneben ist. Da bin ich in Geschichte nicht so sehr bewandert. Das wissen wir. Du bist nicht ganz klug. Ich bin eher bauernschlau, würde ich sagen. Das behauptest du zumindest von dir. Kann ich auf Rechtskunde ausweichen? Auf Recht? Ja, aber nee, Rechtskunde würde ich nicht zulassen. Okay, dann habe ich nichts. Ja, Ragnar schaut sich das so ein bisschen an, verzieht ein bisschen den Mundwinkel. Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählen sollte. Ach klar. Also die Weidner glauben wohl irgendwie, dass es Glück bringt, wenn man die Daumen und die Zeigefinger abschneidet und auch andere Körperteile, die hier weniger sichtbar sind, weil der Mann angezogen ist. Warum sollst du einfach Glück bringen? Das müsst ihr die Leute hier fragen, das kann ich euch nicht beantworten. Also bei uns schneidet man wilder ran die Zeigefinger ab, damit sie keinen Bogen mehr benutzen können. Glück. Warum soll das Glück bringen? Glück für die Toten oder Glück für die, die es abschneiden? Und der da hinten, und Ragnar deutet man auch so einen Uthulu, der wurde wohl einfach gehängt, weil er wohl schwarz ist. Ja, wahrscheinlich mit dem schwarzen Mann verwechselt. Das kann gut sein, ja. Vielleicht haben sie es auch nur für die ein oder andere Art von Mal gehalten. Das ist kurzsichtig. Ihr wisst ja, wie Bauern so sind, wenn sie ihre Fantasie erstmal freien Lauf lassen. Abscheuliche Sitten. Wie macht ihr das denn im Horasreich? Sie werden gehängt und vergraben. Wie lange hängen sie da? So lange, bis sie tot sind. Und dann wird ihnen nicht noch irgendwie die Hand abgeschnitten oder so? Natürlich nicht. Wir sind keine Barbaren. Würdet ihr die Weiden als Barbaren bezeichnen? Wenn ich das so hier sehe, würde ich sagen, ja. Das ist zutiefst barbarisch. Nun, mittlerweile habe ich es verstanden, dass jede Kultur alle anderen Sitten als alle anderen Kulturen als Barbaren bezeichnet. Zumindest alle, durch die ich durchgekommen bin. Würdet ihr das auch als zivilisiert bezeichnen? Na, ich bin auf jeden Fall nicht so minder bemittelt wie unser Herr Magus. Ich würde sagen, dass alle Menschen ihre eigene Zivilisation frönen sollen, die auch so ausleben sollen, wie sie es wollen, solange sie mir dabei nicht zu schaden kommen. Indem man die Toten so darstellt? Menschen und so. Es ist durchaus geschmacklos. Wenn sie nach ihrem Tod vor Rätern stehen, sollen die doch direkt wissen, was Sache ist. Es ist einfach, andere Leute als barbarisch zu bezeichnen, ohne auf die eigene Kultur in Tiefe zu schauen, ob es da nicht auch Barbaren gibt. So behandelt man keine Toten. Das ist dem Herrn Bauer nicht gefällig. Im Ostreich, wenn wir lange genug suchen, auch Orte, die barbarische Sitten haben. Das heißt aber nicht, dass alle Horasier eben Barbaren sind. Vermutlich hat man ihnen die Finger abgenommen, während sie noch am Leben waren. Das mag sein, dass es auch in Horasreich Regionen gibt, die weniger zivilisiert sind, aber man selbst dort würde man keine Toten tagelang hängen lassen, dass sich die Wildtiere sogar in ihnen bedienen können. Das heißt, ihr könnt mit Fug und Recht behaupten, dass ihr das gesamte Horasreich kennt, dass es dort nirgendwo jemals so gemacht wird. Das glaube ich euch nicht. Egner das kann sich ich nicht sagen. Mir hin und macht sich groß, tupft ihr dann mit seinem Zeigewinger gegen den Bauchnabel. Ich kenne noch die alten Geschichten. Wir haben damals für 200 Jahre eine ganze Generation haben wir unsere Tore verschlossen wegen euresgleichen. Wegen meinesgleichen? Was meint ihr damit? Ihr habt uns angegriffen. Das ist 200 Jahre her. Nein, wir 200 Jahre. Ich glaube, die Alten sprachen davon, dass es vor... Jahre interessieren uns nicht so wirklich, aber... Ich glaube, vor ungefähr... Lass mich nicht lügen. 2000 Jahren oder so. Vor 2000 Jahren haben wir für 200 Jahre unsere Tore dicht gemacht. Wegen euch. Ihr wollt mir jetzt etwas erzählen, was 2000 Jahre her ist? Natürlich. Das haltet ihr mich vor? Ja, das hier ist vielleicht 2 Tage her. Das ist doch auch nur Vergangenheit. Also wo jetzt direkt der Unterschied ist zwischen 2000 Jahren und 2 Tagen, den sehe ich aber auch nicht. Ja. Was willst du mir damit sagen? Dass du daran nicht schuld bist? Das ist lange her. Die Schuld ist schon längst getilgt. Du solltest dich bei uns entschuldigen. Bei euch? Wie käme ich dazu? Für was? Dafür, dass ich weiß nicht mal, was passiert ist. Nein, dafür, dass deine Opas das gemacht haben.
Man kann sich beim Namen der Horasia, finde ich, bei den Zwergen entschuldigen, wenn man da Mist gebaut hat. Weil irgendwelche Vorfahren waren das ja dann von dir. Da müssten sich alle Völker bei den Zwergen und bei den Horasien entschuldigen. Sogar bei den Torwallen entschuldigen. Na, vielleicht solltet ihr ja bei mir anfangen. Ja, dann entschuldigt sie auch, mal bei dem Torwaller, ja. Wie käme ich das im Namen der Horasia? Das wäre doch mal ein guter Schritt in Richtung Völkerverständigung. Nein. Also Abel mir, ich verzeih dir auf jeden Fall. Ihr seid zu großmütig. Ich verzeihe euch auch euren letzten Zwischenfall. Ihr wisst schon. Ihr meint, dass ich ein verletztes Bein hatte und über euch gestolpert bin und ihr mich dann aus Wut geschlagen habt. Genau das. Das war unbeherrscht. Das ist also meine Schuld. Dass ich euch geschlagen habe. Dafür entschuldige ich mich. Und nun, Herr Angroscho, was geschah vor diesen 2000 Jahren? Wir kamen an die Oberfläche und haben gesehen, dass ihr Menschlinge, Großbeine, unsere Welt abgeholzt habt. Unsere. Und habt ihr uns angegriffen. Aber das steht das in den alten Geschichten. Dann haben wir unsere Tore verschlossen für 200 Jahre. Nachdem wir gutmütig zu euch waren. Aber ihr habt sie auch wieder aufgemacht, also habt ihr uns da verziehen. Nein. Also. Zumindest habe ich euch nie verziehen. Ihr wart doch gar nicht dabei. Aber genau. Mein Opa. Und Abelmirs Opa war auch dabei. Woher wollt ihr das wissen? Weil du an den Horas. Du bist doch einer von den Horas. Ja. Da war aber dein Opa dabei. Vor 2000 Jahren? Ich weiß gar nicht, was meine Urgroßfahren vor 2000 Jahren getrieben haben. Das? Was? Du weißt nicht mal, was deine Vorfahren getrieben haben? Nein. Ich dachte, du bist ein gelehrter Mann. Ja, aber die Menschen rechnen nicht in 2000 Jahren. Ich habe schon Schriften am Kindbett von meiner Mutter gehört. Die hat mir erzählt, wie wir den roten Drachen besiegt haben, den goldenen Drachen. Diese Schriften reichen noch weiter zurück. Werde sehr beruhigt euch. 7000 Jahre. Die Horasier sind Gelehrte der Weinkenntnis. Was anderes lernen die nicht. Moment, war dieser Drache jetzt rot oder gold? Beides. Viele Drachen haben wir besiegt, aber den goldenen auch. Nachdem wir in seinen Hort eingebrochen sind und dann das zurückgeholt haben, was uns gehört. Ihr habt also einen Drachen bestohlen. Habt ihr euch beim Drachen auch entschuldigt? Nein. Niemand entschuldigt sich bei Exit. Was muss ich denn beim Drachen entschuldigen? Spuck da mal aus. Auf deine Schuhe. Verdammte Echsen. Verdammte Echsen. Sieht man die Suppe eigentlich noch in seinem Gewand? Ja, an seinem Bart, klebt noch ein bisschen in seiner Rüstung. Nee, ich meine bei Abelmir in seinem Gewand. Achso, klar, hat sich nicht gewaschen. Ja, klar. Ja, Ragnar nickt einmal befriedigt. Alles, was er tut, ist immer noch ein Meitelkalterschwert. Meine Geduld wird auf dieser Reise wirklich auf die Probe gestellt. Ha, hätte das Maraskan dabei sein sollen. Gab's da auch spuckende Zwerge? Spuckende Zwerge? Da gab's spuckende Pflanzen, und zwar drei Sorten. Gut, dass wir nicht da sind. Wir sterben hier schon fast an einem Fluss. Alle drei sollen tödlich gewesen sein, habe ich mir sagen lassen. Maraskan ist immer tödlich. Ich glaube nur zwei. Einer hat einem nur das Körperteil gekostet, wo sie einen getroffen hat. Und das ist ja typisch Maraskan. Das passt zu den Gerüchten, die ich gehört habe, was Maraskan erfüllt. Sollten wir nicht weiterreisen? Wir haben noch einen langen Gleitmarsch vor uns. Wir laufen doch beim Sprechen. Naja, ich dachte, Herr Angroschim steht vor dem Abelmir und hat ihn angespuckt. Er hat ihn nur ein bisschen angepiekst und kurz mal vor ihn hergelaufen, rückwärts gegangen, auf die Füße gespuckt, wieder an Bauchnabel gepiekt. Ein rückwärts laufender Zwerg, ja, wir stehen. Ja, aber ihr seid auf alle Fälle weitergegangen. Also mit der ganzen BE von unseren Kältekleidung stehen wir im Grunde praktisch. Du vielleicht. Am Abend erreicht ihr Elderwald, herzoglich Mauterndorf. Ein etwa 200 Einwohner fassendes Dorf mit sogar einem Travia-Tempel, einem Gasthaus und einer Mühle. Ein kleiner Weiler, der irgendwo daneben liegt, zwischen dem gleichnamigen Wald. Könnt ihr auch noch die Straße erkennen. Hier ist die Welt stehen geblieben. Bis auf die Mühle. Die dreht sich rundherum. Ein paar Reusen, die im Wasser liegen, noch zu dieser kalten Jahreszeit. Der Fluss fließt hier, sodass das nicht alles eingefroren ist.
ein paar karge Schafsställe, die da rumstehen. Die Schafe frieren bitterlich kalt, trotz der Wolle, die sie haben. Ein paar Rinder. Könnt ihr natürlich dann auch hier in Elternwald bleiben. Ja, bleiben wir doch hier, oder? Der Abend ist schon angebrochen. Ich denke auch nicht, dass es sich lohnt, weiterzureisen. Ist hier denn ein Gasthaus oder sowas? Ja, ein Gasthaus. Travia-Tempel. Da könnt ihr auf alle Fälle unterkommen und das ist relativ gemütlich. Ihr könnt auch eine kleine Spende oder sowas hinterlassen und mit plus 1 regenerieren, wenn ihr sowas braucht. Ich glaube, könnt ihr spenden, aber ich habe kein Geld. Dafür noch ASP. Dann spende ich mal Gruppe, Namen der Gruppe 2 Silbertaler, würde ich sagen. Pack die in die Opferschale. Mit plus 1, minus 1 oder sowas? Plus 1. Etwa 3 Meilen hinter Elderwald bietet sich euch eine wild romantische... Ja, Entschuldigung. Ich würde gern vorher noch über Nacht die Robe waschen und zum Trocken aufhängen. Also die Stelle, wo da die Suppe gar kein Problem. Ist. Hauswirtschaft erschwert um Eitelkeit. Ich finde nicht, dass die Eitelkeit da mitspielen sollte, seine Sachen sauber zu machen. Ich finde auch nicht, dass die Eitelkeit reinspielen sollte, wenn er ja seiner Eitelkeit im Grunde nachkommt. Okay, Hauswirtschaftsprobe. Ich bin ja da schuld gewesen, dass das hier dreckig geworden ist. Ich kann dir helfen. Der plant was. Ich bin... Was soll ich? Also das sieht nicht wirklich gut aus. Ich würde den Schwamm nehmen. Ja, dann nehme ich einen Schwamm. Dann. Ich würde euch gleich die Schere empfehlen und einfach grob die Flecken auszuschneiden. Nein. Also ich denke mal, das muss alles so gehören, oder? Ich kann das für dich sauber machen. Traue ich ihm? Ich mache mal Intuitionsprobe. Hast du vielleicht Vorurteile gegen sowas wie, ich weiß nicht, Torvaler? Ja. Aber mir, wenn ihr Hilfe braucht, sagt einfach Bescheid. Ich glaube, ich mach's alleine. Und hab's nicht geschafft. Also der Fleck ist wahrscheinlich größer geworden. Oh, das hätte ich so nicht gemacht. Aber jedem das seine. Gott. Eine gute Vorbereitung auf die Schere, dass ihr den Fleck jetzt großzügiger verteilt habt. Dann könnt ihr gleich mehr rausschneiden. Nein. Wenn es dann irgendwann Sommer wird. Das trägt man bestimmt so im Horasreich. Mhm. Also. Euer Schuldenlast wird immer größer. Ihr wisst das. Das sind meine Schulden, ja? Ihr habt meine Rumpf versaut. Ihr habt Körperverletzung an mir ausgeübt. Ich glaube, das ist nur deine Winterkleidung, aber es ist trotzdem. Er ist Adliger, es ist ein gutes Recht, euch zu schlagen. Genau. Oh. Das ist aber kein adliges Mittelreichs. Aber ich bin Torwaller. Das ist richtig, aber nirgendwo steht, dass nur Adliger des Mittelreiches. Ob das denn. Vergesst ihr nicht, dass das Lichtliche Feld war einmal Teil des Mittelreichs. Und was ist mit Kiaras? Kiaras ist kein Adliger. Kiaras ist ein Reden wir nicht über Alanfar. Das regt mich nur wieder auf. Wer ist denn dieser Kiaras, von dem ihr die ganze Zeit sprecht? Ach ja, stimmt, das ist der, als der Ragnar sich verkleidet hat, oder nicht? Ja, das war bis vor kurzem mein alter Ego. Ja, richtig, da ist er doch durch dieses Theater gelaufen und hat gesagt, ich bin Karas Kernauer oder sowas. Ich würde mich gerne an die Pyrenäe weiter wenden. Aria. Wenn ich merke, was? Aria. Aria? Travia-Tempel, nicht im Pyrenäe-Tempel. Travia-Tempel. Deswegen ist es auch so toll. Nachdem ich merke, dass mich mit meinen Versuchen das eher schlimmer gemacht habe. Rate ich Almin, soll ich euch helfen? Ihr macht das alles nur schlimmer. Aber nicht bei einer Schere, bitte. Natürlich nicht. Was schlagt ihr vor? Ein Schwamm? Herstellt man nicht den einfachen Zauber. Den Zappefaktor leider nicht. Was habt ihr gelernt in eurem Studium? Ach, praktische Sachen. Das ist praktisch. Ihr habt recht, aber ich kann diesen Zauber trotzdem nicht. Wenn ihr behilflich sein würdet, gerne. Ich reiche also mir diese Robe. Bei praktische Sachen schaut ich übrigens viel sagen zum Zwerg und zu Ömer. Der praktisch kam mir der Magier bis jetzt noch nicht vor. Wie sieht die Robe aus? Ist nur der eine Fleck da oder ist die komplett dreckig? Mit 15 Sternchen dreckig. Durch die Taschendiebstahlprobe von Ragnar. Oh yeah. Ich habe saubere Arbeit geleistet. Beziehungsweise dreckige Arbeit. Saubere Arbeit. Gut, dann mache ich einen kompletten Zappelfakt da drauf. Ja, es ist halt nur die Winterkleidung, aber du weißt, wie ärgerlich das ist. Bist du auch eitel? Natürlich. Natürlich. Ist ganz schön eklig. Natürlich. Ich bin ein Magier. Ja, ich mache einen Sabbelfakt, ich lasse mir Zeit dabei.
Also sprich, sondern wenn die Formel ohne Seife, Bürste, Bad, Reinigung durch Zaubertat, sapefakter Zauberschwamm und die Umgebung flirrt und wie seine Luft flirren im Sommer, wenn man über große Flächen schaut, wo es flackert, löst sich der Dreck aus der Kleidung und wird zu größten Teil wahrscheinlich sauber. Eigentlich sollte ich das jetzt alles sagen, aber dankeschön. Ich dachte, das wäre ohne Bürste, Bad schon kam, sapefakter Zauberschwamm. Nee, ohne Seife, Bürste, Bad, Reinigung durch Zaubertat. Verdammt. Ein fantastischer Zauber. Ihr müsst mir ihn unbedingt mal beibringen, wenn Zeit ist. Natürlich. Jetzt ist Zeit. Ja, die Robe ist wieder sauber. Blitzeblank. Ragnar schaut. Ja, man schaut so den Zwerg sagen. Habt ihr das gesehen? Das war doch eindeutig Drachenzauberei auf der Robe. Das würde ich nicht mehr anziehen. Ja, ich verstehe nicht. Die Magier, die sind komisch. Ich ziehe die Robe wieder an und... Ihr versteht vieles nicht, ja. Aber habt ihr irgendwann Drachen gesehen? Dorgos, die Kommunikation ist jetzt erst einmal erschwert um Vorurteile gegen Drachen, ne? Hast du Vorurteile gegen Echsen? Was war das? Ja, Vorurteile gegen Echsen. Wie hoch ist es? 10. 10, ja, ich dachte, es ist ein Geschuppte. Es ist Drachenmagie. Wenn du jetzt mit Abelmir und Iolaus sprichst, ist es jetzt erschwert um 10. Nice. Ja, ich drehe mich von euch ab und spreche ganz bewusst nicht mit euch. Dorgos, mein Freund, wie sieht's aus? Wollen wir eine Runde würfeln? Da ist das eine gute Idee. Ömer, willst du dich uns nicht anschließen? Ach klar, würfel ich mit. Aber... Ich hab... Und zwar hast du gewonnen, aber diesmal kriege ich dich. Ja, lass mal ein paar Kreuzer spielen. Und Ragnar legt betont vor dem ersten Spiel keinen Kreuzer auf den Tisch. Bist du goldgierig oder spielsüchtig? Wer jetzt? Du? Ja, ich bin spielsüchtig. Ja, und goldgierig. Ich glaube, Torgosch ist auch spielsüchtig, ne? Ja, aber ich bin auch goldgierig. Ich würde ganz gerne versuchen, meine Goldgäste zu drücken, in der Hoffnung, dass Ragnar mehr Spiele gewinnt, dass ich da so ein paar Kreuzer ihm zustecken kann darüber. Oh yeah. Mal schauen, ob ich meine Goldgier unterliege. Ich unterliege ihr natürlich und versuche zu gewinnen. 3 von 3. Ja, ich glaube, dann kannst du mit Falschspiel denen die Hosen ausziehen, aber Ragnar sind schon. Nee, kann ich nicht, weil Ragnar bestimmt genauso falsch spielt und er hat die Würfel sozusagen gestellt. Das heißt, das ist sein Falschspiel. Tatsächlich habe ich kein Falschspiel. Wow. Aber das sind trotzdem deine Würfel. Wie hättest du es gerne? Also, Goldgier hat getriggert, dann spiel falsch. Ja, ich habe halt keine gezinkten Würfel, damit kann man nicht viel falsch spielen. Ja, dann geht alles über Brettenkartenspiele. Nee, schummeln kann man trotzdem. Schummeln kannst du trotzdem, klar. Ja, dann kann er ja versuchen zu schummeln, der Junge. Würfel drehen und, oh, der ist aber versehentlich runtergefallen, den muss ich nochmal würfeln. Dann zeig mal, wie du schummelst. Dann würde ich ganz gerne der Sache widerstehen wollen mit einer Selbstbeherrschungsprobe für Schwert um 3, um jetzt hier nicht falsch spielen zu müssen. Du hast ja schon goldgierig gewürfelt. Ja, du bist schon goldgierig. Und jetzt sagt die Regel aus, dass ich Selbstbeherrschungsprobe erschwert um meine Goldgier machen darf, um dem zu widerstehen, wenn ich will. Aber dann kriegst du die Abzüge, oder? Du bist jetzt goldgierig. Ja, und wenn ich dir jetzt widerstehen will, dann darf ich eine Selbstbeherrschungsprobe machen, erschwert um Goldgier. Dann hat er 3 erschwert. Wenn du willst, kannst du sagen, nein, das zählt nicht, weil ich jetzt gerade Hausregel on the fly ändere, aber das sind so die Regeln für schlechte Eigenschaften. Na dann los. Denn ich will jetzt nicht falsch spielen. Show me what you can. Oh. Immer mein Buddy. Ich versuche von Anfang an einfach richtig zu spielen und zu gewinnen. Ja, dann würfelt ihr jetzt eine konträre Brett- und Kartenspielprobe. Und aktuell. Ja, ich habe auf jeden Fall 2 Kreuzer gewonnen. Ja, 2 Kreuzer, stimmt. Ja, ihr seht, dass ich mit dem Betrag, den ich da gewonnen habe, natürlich die nächste Runde dann hinschläge. Ich habe nicht mal die Mühe gemacht, meinen Geldbeutel, der irgendwie gar nicht an meinem Gürtel klemmt, rauszuholen, um Kreuzer hinzulegen. Du scheinst dir deiner Sache ja sicher zu sein. Noch eine Runde, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich auch noch gegen dich verliere. Erst alles gegen Ömer verlieren und jetzt auch noch gegen dich verlieren. Ich verliere nochmal. Ich fehle wieder. 5 Kreuzer. Ja. Keine Ahnung. Nee, gar nicht. 4 Kreuzer. Torgas spielt vermutlich so lange, bis du nicht mehr willst. Ja, aber mir Zeit, deine Schulter zu treiben. Ich glaube, wir können das abkürzen. Ich glaube, der Ragnar gewinnt jetzt vieles. Ich schreibe mir 10 Kreuzer ab. Danach steige ich aus. Ja, 2 Heller. Also ich schreibe mir einfach 2 Heller. Ja? Ich spiele 3 Heller und 8 Kreuzer. Alles klar, dann habe ich jetzt 4 Heller und 8 Kreuzer. Ich bin wieder im Business. Ich versuche das. Wir haben uns ja extra von dem Magier weggesetzt, weil der jetzt vielleicht nicht mehr mit denen zu tun haben will. Ich würde gerne so das Geld verschwinden lassen, damit niemand weiß, wie reich ich bin.
Aber gut, du hast das natürlich gesehen, dass da gewonnen wird, gewonnen wird, gewonnen wird. Ich hatte gesagt, irgendwie vorher schon, der sollte in Gardes zurückzahlen. Ein Ehrenmann. Die 10 Dukaten. Ein Ehrenmann, der Mann. Außerdem mit 10 Hellern gebe ich mich nie ab. Das ist ja nicht mehr Zinsen. 4 Heller. Gut, dann könnt ihr regenerieren. Wie gesagt, Gasthaus von Travia dann irgendwie geführt. Die gute Gansgunde leitet das Ganze. Ja, macht mal eine plus 2 sogar. Das ist ein bisschen besser. Ja, und wenn die dann die ganze Zeit spielen, gebe ich Abel mir dann eine Unterrichtsstunde im Sattelfaktor. Das kann ja gar nicht angehen, dass er das nicht kann. Ja, lauscht natürlich auch aufrichtig den Worten und probiere nachzuvollziehen, die Matrix des Zaubers. Es bringt Spaß, endlich wieder zu unterrichten.